So, willkommen zurück zu Lumberjacks Dynasty. Ein Auftrag für heute steht noch an. Und zwar finde das verlorene Schaf von Dylan. Hallo. Hi. Dylan. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Eines meiner Schafe ist verloren gegangen. Würdest du es mir bringen? Ich muss es erst mal suchen. Ah klar, für 50 Euro und Gewächshaussetzlinge. So, in diese Richtung gibt's Fährten. Na gut, dann laufen wir halt. Oh, das ist auf der anderen Flussseite. Da drüben sind auch Fährten. Komm, probieren wir es erstmal hier. Über den Berg. Über den Berg müssen wir laufen. Was sieht näher aus? Okay, das da drüben ist ein Storch. Ignorieren wir gleich mal. So. Nächste zwei Störche. Da kommen die, laufen wir ab. Dann kriegen wir das als Fehlermeldung angezeigt. Kräuter. Ach, Erdbeere, schade. Noch ein Storch. Mist. Mist. Nur falsche Fährten. Also da drüben, das war auch ein Storch. Mist. Aber wir laufen hin. Oh! Okay, hat sich gelohnt. Kräuter. Noch mehr Kräuter. Jawohl. Sind die jetzt nachgewachsen? Nachtblatt. Erdbeere. Noch mal kurz hier schauen. Mehr Kräuter. Okay, keine Kräuter weiter da. Okay, komm. Wir springen. Mal zu dem Auto. Damit sollten wir zumindest recht schnell hier auf der anderen Uferseite sein. Das ist mal ein echt mieser, weiter Weg, um das Schaf zu finden. Das ist wahrscheinlich noch hinter den Bergen. Jawohl. Ist nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Okay, Storch. Die letzte Fährte, das muss das Schaf sein. Da ist es. Oh Mann. Wo rennst du denn rum, du kleines Schaf?
Gibt's hier noch Kräuter? Schaut nicht so aus. Können wir mit dir jetzt teleportieren? Natürlich nicht. Oh Mann. Gut, dann bringen wir dich mal zu deinem Besitzer zurück. Da hoch zum Hotel. Connor, können wir hier über das Wasser? Oh Gott. Schwimmen mit dem Schaf. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ja, hock da hinten am Wasser. So, los jetzt, berg hoch. Schumpsti, hupsti, tralala. So, Connor, wo bist du? Nee. Dylan. Dylan Hunt. Wie ist... Der ist spazieren gegangen, oder? Der ist spazieren gegangen. Ja, und er bewegt sich weiter von uns weg. Oh Mann. Ich renne jetzt mit dem Schaf ihm hinterher. Gott. Ich bin der König der Narren. Na gut. Klettern wir mal ein bisschen. Hops, hops, hops. Wir werden das Schaf schon los. Oh, oh. Au. Das gab eine Beule. Tralalalala. Und damit sind die Knie durch. Dylan, wo tolles Geheimnis. Das willst du hin? Wenn ich es nicht selbst gesehen hätte. Du weißt, dass er zu viel will. Ich renne denen jetzt echt die ganze Karte nach. Ich habe meine eigene Meinung. So, hier. Bitte sehr, dein Schaf. Ja, du dankst mir. Von wegen, du hast mich verarscht. Man weiß nie, wem man trauen kann. Hey. Melonensetzlinge. Gut, damit können wir jetzt Projekt in der Gegend. Wieder Richtung Heimat fahren. So. Dann gucke ich mal, ob ich noch ein paar Bretter da habe. Denn dann werden wir mal unseren Hof ein bisschen aufmöbeln. Okay, ich bin ein Idiot. Warum fahre ich mit dem Buggy dahin? Egal. Buggy ist schnell. Buggy ist gut. Und Bretter haben wir keine da, oder? Bretterkiste in Produktion 0. Gut, wir
brauchen schnell ein bisschen Holz. Was habe ich hier noch für Bäume? 4 Bäume. Ist zu wenig. 6, 7, 28. Komm, wir machen die Bäume weg. Wir brauchen jetzt dringend Holz. Es geht leider nicht anders. Ich habe die noch in der Trocknung. Passt schon, passt schon, passt schon, passt schon. Ich will jetzt kein Geld ausgeben, um ein neues Waldstück zu kaufen. Legen wir jetzt lieber hier so ein paar Bäume um noch. Aussteigen. Das ist noch mein Grundstück. Der hat schon tote Äste. Nehmen wir mit. Baum fällt. Schubs. Ja. Gut. Kommt doch einiges an Holz zusammen bei dem einen. Ah, der ist halt mickrig. Ah. Komm, wir machen um. So. Da kommt nicht mehr viel. Oh je. Hier kommt wirklich nicht viel Holz zusammen. Komm, den da drüben lassen wir. Eine Kiefer, eine Fichte soll hier noch stehen. Das lohnt sich tatsächlich nicht.
Lieber schnell aufladen. Vielleicht ein bisschen Holz in der nächsten Folge zur Verfügung steht, um das Haus zu modernisieren. So. Na komm. Greif zu. Da war's grad. So. Ach, da ist noch ein Stück. Okay. Nicht gesehen. Nein. Ich darf mal aufnehmen. Okay. Ich dachte schon, der hat sich wieder so verklemmt, dass wir nicht zurechtkommen. So. Du dummes Auto. Okay, der Buggy ist ein bisschen bescheiden geparkt. Ja, wir haben einen Traktor. Da kommen wir schon vorbei. Jede Menge Holz im Lager. Okay, ich verstehe die Welt nicht mehr. Warum liegt hier Holz so scheiße da? Auffallen, vielleicht werden die dann locker. So, ein kleiner Schubs in die richtige Richtung. Hopp. Gut, dann können wir in der nächsten Folge vielleicht doch anfangen, das Haus zu renovieren. Da, ta, ta. So, das Holz ist alles frei. Traktor stellen wir wieder in die Scheune, nicht, dass der irgendwann wieder im Wasser liegt, wie auch immer das passiert ist. So. Ab dafür.
Hier sind keine. Die Säge ist richtig rum eingestellt. Fahren wir mal den Buggy zurück nach Hause. So. Oh, und dann ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Fahren wir mit dem Buggy bis hier hin. Oh, 20 Uhr. Okay. Könnten wir sogar Feierabend machen. Ich guck mal schnell hier im Gewächshaus, wie es da noch aussieht. Ein bisschen befeuchten. So. Oh. Sind die Zucchini schon fertig? Okay. Da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Ganz kurz. 5 bereit zur Ernte. Naja, gut. Naja, gut, naja, gut. Wir beenden hier erstmal die Folge. Tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal.